Eine kurze Geschichte zu diesem Kinderheim. Das Kinderkurheim wurde am 27. Juni 1969 eröffnet. Es steht in einem Wald, überhalb eines Forsthauses und kostete damals 8 Millionen Mark. Es war damals das modernste Kinderkurheim in der Bundesrepublik Deutschland. Untergebracht wurden vor allem Kinder, welche an schweren Atemwegserkrankungen litten. Der Gebäudekomplex besteht aus 6 Pavillons, einem Westflügel, mehreren Garagen, einem Keller mit Hausmeisterwohnung und einem Saal. Auch eine Schwimmhalle ist vorhanden. Die Gesamtfläche des Gebäudes mit Wald beträgt ca. 33.000 Quadratmeter. Jetzt seht ihr den Teil 2, verlassenes Kinderheim. Viel Spaß! Hier sieht man zum Beispiel den alten Fahrstuhl, der schon die besten Tage hinter sich hat. Da wurden früher bestimmt Speisen transportiert oder auch Patienten in die verschiedenen Stockwerke gebracht. Jetzt geht es aber Richtung Keller. Wir sind schon gespannt, was da auf uns warten wird. Hier sieht man schon alte Lüftungsschächte, die auf dem Boden liegen. An solchen Räumen sieht man, dass das Kinderkurheim schon länger verlassen ist.
In diesem Raum sieht man die alte Heizung. Diese Heizung hat das komplette Kinderkurheim beheizt, dass alle Patienten und Mitarbeiter nicht frieren mussten. Mit diesem Raum endet auch unser heutiges Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns gerne über einen Daumen nach oben freuen, da diese zwei Videos sehr aufwendig waren.